Die wiegen ja 1 Kilo. Wir haben ein Problem. Ein schwerwiegendes sogar. Oh je, es sieht schlecht aus hier. Wo ist denn das? Hast du das Ende irgendwo? Ja, das hat sich hier so blöd reingedreht. Warte mal. Ist weg? Das Ende ist weg. Kriegst du gar nicht raus. So ein Mist. Nur mal drehen, ne? Noch mal ein Stück vor. Du müsstest ein kleines Stück vorwärts fahren, dass es das hier hinten freigibt. Wir erinnern uns an ein altes Sprichwort. Auf einem Berg warst du immer erst wirklich dann, wenn du auch heil wieder unten bist. Und genau davor haben wir hier und heute ein bisschen Bammel. Das Millimeter. Ein Millimeter noch jetzt. Ja, ja. Ich könnte ja jetzt fragen, geht's? So, siehst du, die erste Runde ist ja schon fertig. Wer mitten im Sommer auf der grünen Wiese Schneeketten anlegt, der hat entweder ein Rad ab, am Abend zuvor vielleicht zu tief ins Glas geschaut oder er ist mit Biwak unterwegs. Letzteres ist natürlich der Fall. Herzlich willkommen zu unserer Rumänien-Expedition. Schön, dass Sie auch heute wieder dabei sind. Wir sind hier so ein bisschen in die Falle getappt, aber guter Dinge, dass wir da auch wieder rauskommen. Das hätte alles so schön sein können. Nach der steilen Auffahrt gestern in den Bergen des rumänischen Treskau. Arne, unser Robopilot, wollte unbedingt den schönsten Platz zum Campen. Oben auf dem Hügel, ganz nah an den imposanten Kletterfelsen von Ampuita. Und Dieter, unser Bergsteiger aus der Oberlausitz, ist mit Genuss bis ganz hinaufgekraxelt. Was wir in all der Freude übersehen haben, das war das heftige Gewitter, das sich über uns zusammengebraut und durch die Nacht gewütet hat. Heute früh bleibt's zwar von oben halbwegs trocken, aber unser Campinghügel ist über Nacht zu einer kreuzgefährlichen Rutschbahn geworden. Arne am Robursteuer hat selbst mit Schneeketten und Bleifuß auf der Bremse größte Mühe, seinen 4-Tonner unter Kontrolle zu behalten. Die steile Lehmpiste ist glatt wie Schmierseife. Himmel, Arsch ins Hirn. Wir versuchen, die schlammige Fahrrinne ein bisschen zu präparieren, zu entschärfen. Ob's hilft? Halt mich nicht. Okay. Okay. Ja, ja, alles gut. Zum Glück hat Arne die Ruhe weg. Zentimeter für Zentimeter lässt er sein Gefährt talwärts schlittern. Und wirklich oben geblieben ist ja noch nie einer. Aber unten im Dorf, da hat sich Ionel, der alte Bauer, wahrscheinlich derart scheckig gelacht über uns, dass ihm beinahe die Kippe aus dem Mundwinkel geflutscht wäre. Er selbst ist einige Nummern kleiner bereift und zeigt uns stolz seinen 30 Jahre alten Dacia mit Selbstfahrlafette. Eine Seilwinde, Marke Eigenbau. Geht gut bergauf, bei allen Bedingungen, meint er. Vor allem auch neben der Straße. Runter, runter ist auch wichtig. Ja. Ja.
Zum Glück wird das Wetter ja schnell wieder besser. Beste Voraussetzungen also für unser nächstes kleines Abenteuer. Es war Arnes Idee, dass wir hier aufs rumänische Wasser gehen. Mit dem alten Schlauchboot-Kanadier, den er immer mit dabei hat, wenn der Robo auf Reisen ist. Wir sind auf der Nera. So heißt der Fluss, der sich im äußersten Südwesten von Rumänien durchs Karstgebirge schlängelt. Ich lass aufs Paddel rechts oder soll ich dann nach dem? Du bleibst auf der einen Seite, wir wechseln, weißt du? Ja, okay. Gemeinsam mit einem Schlauchboot fürs Kamerateam sind wir unterwegs. Anfangs nur träge, denn besonders viel Wasser führt die Nera im Moment nicht. Du stehst ein bisschen gegen die Knie. Es geht ja, naja, es geht gerade so, ja. Das ist, wenn das Berg, also so eine Stromschnelle kommt, wenn das fließt. Ja. Du bist ja oben noch langsam, wenn du dort reinfährst. Und dann ist plötzlich der Fluss schneller unter dir, ne? Weil der beschleunigt ja, wenn das dort so runtergeht. Und wie er urplötzlich beschleunigt, der wilde Fluss. Paddler paddeln. Vorsicht, Stein. Zu spät gesehen. Wir rauchen drauf auf den Felsblock, den Kahn hebt's aus und wir erleiden Schiffbruch auf der Nera. Keine Mikropops mehr. Leider ausgestiegen. Die Kamera hat's Gottlob überstanden. Der Ton leider nicht. Aber der Ton ist alle. Wobei, Johnny, ich habe noch Licht am Ton, das ist bei dir. Nee, alle Dinge passt. Ach so. Hat gerade noch gebrannt. Gegen Spritzwasser haben wir unsere Funkmikrofone geschützt. Gegen einen Tauchgang leider nicht. Na gut, das ist jetzt nicht zu ändern, dann halten wir eben erstmal die Klappe und genießen schweigend die Weiterfahrt durch ein kleines, wildes Paradies. Die Nera ist ein besonderer Fluss. Ein ganzer Nationalpark ist nach ihr benannt. Wir haben uns das schönste, aber auch schwierigste Stück ausgesucht. 30 Kilometer lang und hinein in die tiefen Schluchten, die das Wasser hier durchs Karstgebirge gegraben hat. An manchen Stellen ist dieser Canyon 600 Meter tief. Und es gibt nicht nur auf dem Wasser viel zu sehen, sondern auch daneben. Den Lacul Draculi zum Beispiel, den Teufelssee, mit seinem tief türkisblauen Wasser. Arnes Lieblingselement. Wann ist denn bei dir die Liebe zum Wasser entstanden und wie? Ja, das kam so, hatte mal im Gebirge eben auch eine Knieverletzung. Und da konnte ich dann so richtig, mit Bergsteigen war erstmal eine Pause. Und da habe ich mal was Neues gesucht. Und das war dann mit dem Boot. Und da bin ich aufs Boot umgestiegen, weil das geht einem auch ein bisschen, da ist man nicht so angestrengt für die Beine. Und da bist du nicht nur auf der Mecklenburger Seenplatte rumgepaddelt. Wo warst du überall schon? Ja, da waren wir an verschiedenen Stellen in Rumänien, aber auch mit unserem großen Schlauchboot in Indonesien unterwegs auf dem Meer und auch auf verschiedenen Flussbefahrungen in Burma beispielsweise. Also waren mal ganz andere Touren, aber genauso schön.
Besonders schön ist hier im Nera Canyon der uralte Pfad, der neben dem Wasser durch die Schlucht führt. Angelegt und aus dem Fels gehauen von den alten Römern, die hier vor fast 2000 Jahren durchs Gebirge streiften. In jener Zeit, als das rumänische Banat eine ganze Weile zum Römischen Reich gehörte. Immer wieder wird es mal ein bisschen wilder in der engen Schlucht. Aber inzwischen sind Arne und ich doch ein recht gut eingespieltes Team im Kanadier. Und alle Klippen, die hier noch kommen, werden erfolgreich umschifft. Naja, zumindest fast alle. Füße kühlen. Kurzes Fazit, traumhafte Tour. Urwald gibt's nicht nur in Afrika. Dann haben wir ja hier noch ein bisschen was vor. Mal sehen, wie schnell das geht. Ich glaube, das gibt morgen trotzdem einen kräftigen Muskelkater nach 7 Stunden. Und in diesem herrlichen Kahn braucht man, glaube ich, auch gutes Sitzfleisch. 7 Stunden auf dieser Holzbank, das sollte man vielleicht vorher ein bisschen trainiert haben. Aber wir haben jetzt ein bisschen Zeit, uns auszuruhen. Das geht nicht allen so, die ihr Sitzfleisch in Rumänien strapazieren. Wir sind auf dem Weg nach Siebenbürgen, als wir diese schwer bepackten Radler überholen. Eileen und Lars aus Leipzig. Vor genau 69 Tagen sind sie dort losgefahren. 3100 Kilometer haben sie in den Beinen. Und wir sind froh, dass es klappt mit unserer Verabredung fern der Heimat. Schönen guten Tag. Wie geübt. Hi, eigentlich auch die Lady. An der Herzlichkeit der Begrüßung ist unschwer zu erkennen, dass wir uns nicht zufällig und auch nicht zum ersten Mal begegnen. Vielleicht sollten wir noch drüber reden, warum wir uns hier treffen. Ne? Auf Facebook haben wir uns das erste Mal getroffen. Und zwar, weil ihr eigentlich ein Ziel habt, was wir schon mal anvisiert haben. Wo wollt ihr hin? Unser Ziel wird der Pamir sein. Wir haben vor, wann war denn das, vor 2 Jahren, als ihr dort wart? Anderthalb Jahren. Habt ihr eure Sendung da gemacht? Wir haben irgendwann in der Mediathek die Sendung entdeckt und waren hellauf begeistert. Pamir kannten wir vorher einfach noch nicht und haben uns gedacht, geil, da müssen wir hin. Unsere Route stand so grob. Wir wussten Osteuropa, Kaukasus und dann Zentralasien. Und plötzlich schreibt ihr im Facebook, Rumänien wollen wir, sollen wir, Pläne 2017. Und da haben wir uns gedacht, cool. Genau so war's. Wir haben die beiden überredet, dass sie vielleicht mal zur Abwechslung ein bisschen was für die Waden tun und nicht bloß für die Oberschenkel und mit uns gemeinsam übers Fagarasch-Gebirge wandern. Habt ihr noch Lust drauf? Oder? Auf jeden Fall. Die Drahtesel können ruhig mal ganz kurz stehen bleiben. Noch sehen wir es ja nicht, aber wir freuen uns auf jeden Fall über sächsische Verstärkung. Genau. Schön, dass ihr da seid. Wir freuen uns auch riesig. Geht los. Wollt ihr nach Sibiu fahren oder sollen wir euch mitnehmen? Hallo. Bitte? Da hat nun auch der Arne endlich einen Grund, sein Zweirad vom staubigen Mitfahrerdasein auf dem Roboheck mal zu befreien. Sein Drahtesel hat auch schon allerhand Kilometer auf der Uhr. Ich erinnere mich noch gut an unser erstes Planungstreffen in Dresden. Da ist mir fast die Kinnlade runtergeklappt, als er mit dem Rad auf den Hof gerollt kam. Mal eben 120 Kilometer Anreise aus dem Dreiländereck im Sattel. Bei straffem Gegenwind damals. Arne ist also fit genug, dass er mithalten kann. Mit den beiden Pamir-Aspiranten aus Leipzig. In Sibiu kann der treue Robur endlich verschnaufen. Die Hauptstadt von Siebenbürgen, bei uns bekannt als Hermannstadt, die wollen wir natürlich zu Fuß erkunden. Und wir sind begeistert vom Flair in den alten Gassen dieses 150.000 Einwohnerstädtchens. Vor 10 Jahren war Sibiu europäische Kulturhauptstadt. Mit den Fördergeldern kam der ganz große Aufschwung. Ob Theater, Jazz oder Literatur, kaum ein Wochenende im Sommer ohne ein großes Festival in dieser Stadt. Und von oben, von den Türmen, kann man nicht nur wunderbar über die Dächer der Stadt schauen. Nein, wir erblicken am Horizont auch schon das Ziel unserer Wünsche. Den 70 Kilometer langen Hochgebirgskamm des Fagarasch. Und den
wollen wir nicht nur bestaunen, sondern auch besteigen. Schwer bepackt machen wir uns am nächsten Morgen auf die Wanderstrümpfe. Dieter ist schon mal über dieses Gebirge gewandert. Er weiß, was auf uns zukommt. 10 Leute sind wir insgesamt. Das Team ist größer geworden. 2 Träger helfen uns und wir haben einen rumänischen Bergführer dabei. Kostin aus Sibiu. Für unsere Radfahrer wird es eine Premiere. Wohl haben Lars und Aileen schon den einen oder anderen Klettersteig in den Alpen gemacht oder anspruchsvolle Tageswanderungen. Aber mit großem Gepäck für 8 Tage beschreiten sie Neuland. So, die ersten Schweißperlen haben wir auf der Stirn. Da trifft es sich ganz gut, wenn man mal Luft holen kann und die Zeit nutzt man ein bisschen zum Reden. Genau. Aileen, wir hatten das ja schon angedeutet, ihr habt eure Fahrradpläne ein bisschen geändert, um mit uns über den Fahrgarage zu wandern. Ihr habt tatsächlich Neuseeland gestrichen, um hier dabei zu sein. Ja, das war das große Ziel eigentlich, aber wir haben gedacht, mit Biwak hier in den Bergen unterwegs zu sein, das ist das Ding, das müssen wir mitnehmen. Von daher Neuseeland weg und dann machen wir halt die Sachen, die wir machen, richtig. Schön, jetzt freut uns. Wir haben mit Lars auch schon drüber geredet, so Bergwander erfahren seid ihr nicht, dass ihr die Natur mögt. Davon gehen wir aus, wenn ihr mit dem Fahrrad unterwegs seid. Worauf freust du dich am meisten und wovor hast du vielleicht ein bisschen Bammel? Also ich freue mich auf jeden Fall erstmal in der Truppe unterwegs zu sein, auf die hohen Berge und die Mehrtagestour, dass man erstmal sieht mit Gepäck, wie fühlt es sich an. Ihr kennt so, wir verteilen unser Gepäck am Drahtesel und dann ist der Rücken frei. Das ist hier doch ein bisschen was anderes. Aber ansonsten so Bergerfahrung habe ich schon ein ganz bisschen. Bin mit meinem Papa immer viel in Bergen unterwegs gewesen. Da war ich allerdings noch ein bisschen jünger, so 12, 14. Sind wir ein bisschen im Zillertal unterwegs gewesen. Und da die Berge. Wie fühlt sich die Last bis jetzt an, hier so auf den ersten 300-400 Höhenmetern, wenn man sie auf dem Rücken trägt? Jetzt machen wir gerade ein Päuschen, da geht's wieder. Aber ansonsten ist es schon was anderes. Aber ich denke mal, wir sind ganz gut beladen. Von daher trinken wir fleißig, wird es leichter. Man soll viel trinken in den Bergen, stimmt, das haben wir auch gehört. Was überwiegt, die Vorfreude oder auch so ein bisschen der Respekt vor dem, was oben kommt? Absolut die Vorfreude. Ich bin dabei, das ist genau mein Ding. Und deshalb lass uns losziehen. Machen wir. Den langen und steilen Aufstieg in Richtung Kamm wollen wir auch nutzen, um unseren Bergführer zu fragen, was uns wohl oben alles erwarten mag auf dem legendären Fagarasch-Kamm. Wir haben Glück, Kostin spricht Deutsch. Wir werden alles haben, von Steigeisen benutzen und mit Eispickel bremsen und sichern. Und es wird einen schönen Abenteuer sicher sein. Bis hinauf zur Barkatschu-Hütte sind es 700 schöne Höhenmeter. Als Auftakt doch gar nicht so übel. Wir finden auf dieser Almwiese nicht nur ein idyllisches Plätzchen in 1550 Metern Höhe, sondern auch eine vorzügliche Hüttenküche. So, wer hat noch nicht? Ich glaube, hier fällt noch mehr. Allerdings werden wir von einem riesigen Schwarm Fliegen überfallen, als wir von Aileen und Lars wissen wollen, wie es ihnen denn so ergangen ist bisher auf ihren 3000 Fahrradkilometern. Landschaftlich, ihr habt schöne Ecken gesehen, ihr habt verschiedenes Wetter auch miterlebt. Lars, wie war es in der Tatra zum Beispiel? Frisch. Wie frisch? kurz gesagt, frisch. Also in der Tatra war eigentlich das Schlimmste auch schon wieder ausgestanden. Dann hatten wir knapp über null und da kam der Frühling dann so langsam in den Höhenlagen. In Stripsgebläse zum Beispiel, da hatten wir wirklich noch einen zugefrorenen See. Aber wir sind dann durch die niedere Tatra weiter gen Süden Richtung Ungarn. Und so in der niederen Tatra hast du schon gemerkt, so wenn bisschen flacher ins Tal kommst, so wird es immer besser. Und ja, Grenzübergang Ungarn, da war plötzlich Frühling. Und warum ist es gerade Osteuropa geworden? Das ist ein bisschen der Reiz zum Abenteuer einfach. Also wir waren halt ein paar Mal in Italien jetzt unterwegs und das war auch alles schön. Österreich auch schön. Also alles gemacht. So, und hier in der Tschechei hat man ein paar Radwege, aber danach hört es halt auf. So. Die touristische Infrastruktur für Radfahrer, die ist halt hier erst noch im Entstehen. Aber das macht halt für uns so ein bisschen den Reiz aus. Die Leute, wenn du denen halt sagst, ja, wir fahren hier ins Pamirgebirge oder nach Kasachstan, dann hast du eigentlich auf jeden Fall ein garantiertes Visum für die Nacht. Und das ist super.
Meistens ist es dann so, wenn wir wirklich bei privaten Leuten direkt mit drin sind, dass dann auch der Nachbar geholt wird. Und weil es ist halt die Attraktion. Und dann haben sie halt wahrscheinlich eine Woche zu erzählen. Und es ist sehr, sehr niedlich und sehr, sehr offenherzig, die Menschen hier. Die Begegnungen, die du am Straßenrand hast, das ist das, was für uns die Reise extrem ausmacht. Wir versuchen halt jetzt nicht unbedingt mega viel Strecke zu machen, sondern möglichst nah an die Leute ranzukommen. Und das gelingt uns halt auch meistens. Das ist halt das, was es am Ende irgendwie ausmacht. Du suchst abends einen Schlafplatz, landest bei irgendwelchen Leuten am Ende in der Küche, die dir die Welt zu Füßen legen und kriegst dadurch einen extrem authentischen Eindruck irgendwie von dem Leben der Leute. Bist halt nicht einfach nur durch ein Land durchgefahren, sondern warst halt wirklich da. Wodurch unterscheidet sich aus eurem Erleben, aus deinem Erleben, Rumänien vielleicht noch von den anderen Ländern, die ihr vorher bereist habt? Für mich ist ganz klar die Infrastruktur. Also es ist Wahnsinn. Wir nutzen überwiegend, wir haben so eine wunderbare großmaßstäbige Karte und nutzen weiße Straßen. Weiße Straßen bedeutet, du hast vielleicht noch 30 Meter Asphalt und danach hast du einfach nur noch Schotterpiste. Wahrscheinlich mit einem ordentlichen Anstieg, der dich danach erwartet. Und dir kommen halt ständig Pferdefuhrwerke entgegen und oder Menschen, die einfach auf einem klapprigen alten Fahrrad doch noch mal irgendwie unterwegs sind. Oder einem Esel, der behangen ist mit Milchkannen. Also das ist echt. Echt ist auch die Lust der beiden auf unsere gemeinsame Bergtour. Bis hinauf zum Kamm sind es heute noch mal 700 Höhenmeter. Aber wenn man über solche Bergwiesen läuft, liebe Leute, dann vergisst man doch alle Anstrengungen. Bilderbuchwetter und Bilderbuchkulisse. Und am schönsten, wir genießen das ganz allein. Keine Menschenseele, weit und breit. Du kommst halt hier hoch irgendwie, dieser schmale Weg irgendwie ist Gott sei Dank noch nicht so steil, wie wir auch befürchtet haben. Aber du kommst hier durch, links und rechts diese Rosen und alles grün. Es ist herrlich. Es ist gerade der See noch irgendwie. Wirklich cool. Lacht auch das Radfahrerherz. Da lacht auch das Radfahrer. Wir mögen ja Berge. Du kommst halt noch nicht überall hoch. Und deswegen ist es cool, dass wir hier mal hochkommen. Aber es wird rauer, je höher wir kommen. Der Postkartenhimmel zieht zu. Es wird grau, dazu die ersten Schneefelder. Hier macht das noch Spaß. Und es spart Kraft, wenn man sich den Schongang-Modus zutraut. Inzwischen sind wir auf weit über 2000 Metern Höhe. Dicke Nebelfetzen pfeifen über den Bergrücken, aber wir haben es ja nicht anders gewollt. Es ist genau das Abenteuer, es ist genau der raue Wind, den wir suchen hier oben. Das erste Ziel, das erste große Ziel haben wir also erreicht. Wir sind auf dem Kamm des Fagarasch-Gebirges. Bis hierhin wirklich eine Wanderung durchs Paradies, aber dass dieses Gebirge auch eine ganz schöne Wetterküche ist oder sein kann, das haben wir in der letzten halben Stunde auch schon mitbekommen. Das eigentliche Abenteuer beginnt jetzt. Wir wollen über den Kamm, wir wollen zelten auf dem Kamm, wir wollen in einer Biwakschachtel übernachten und wir wollen natürlich auf den höchsten Berg Rumäniens steigen. Drücken Sie uns mal die Daumen, dass das Wetter hält. Morgen geht's weiter mit der Biwak-Expedition hier im Wilden Osten. Ab 19.50 Uhr im MDR sind wir wieder für Sie da. Wäre schön, wenn Sie mit uns gemeinsam wandern. Wir werden das Fagarasch-Gebirge ganz sicher noch von vielen Seiten kennenlernen, auch von seiner ungemütlichen. So wie vor 30 Jahren. Eine Gruppe Bergsteiger aus der Sächsischen Schweiz. Deren Geschichte wollen wir Ihnen erzählen und uns selbst durchkämpfen. Bis ganz nach oben natürlich.